So Leute, herzlich willkommen zu dem Duel Masters Turnier Runde 1 Gruppe A Spiel 2 Jaylen gegen den Finsternismönch. Hier trifft Mono Wasser auf Mono Finsternis. Ja, ganz interessant, wobei ich glaube, dass der Finsternismönch hier Vorteile hat, da Jaylen einfach nur Blocker spielt und eher schwächere Wasserkreaturen spielt. Wobei, wenn er den Kristalllanzenträger hat, wäre das geil. Aber durch die Blocker kann der gute Finsternismönch mit seinen Schlechtern kommen. Also, wobei ich glaube, die Hand sah nicht so gut aus bei Jaylen. Ja, Zuckerschnecke oder vielarmiger Walter. Das ist solide. Wobei Finsternis wird jetzt Grauer Ballon spielen zum Absichern, ist ja logisch. Ja, logische Alternative wäre eigentlich die Zuckerschnecke spielen. Ja, macht er natürlich, ist ja logisch. Anderes wäre dämlich. Ja, die Kratzklaue, eine sehr gute Karte. Ja, was macht er jetzt? Spiraltor wäre sinnvoll. Ja, Angriff natürlich, damit der Gegner zwei Schilde weg hat. Ich meine, durch Fehlarmiger Walter darf er jetzt auch eine Karte ziehen. Ich weiß, der fängt gar nicht mal so richtig. Ja, sieht so aus, als hätte er eine ziehen können. Ja, ich trinke natürlich nebenbei noch einen Tee. Natürlich, damit wenigstens irgendeine Flüssigkeit da ist. Und hier hat er einen kleinen Fehler gemacht, der Finsternismönch. Muss ich dazu sagen. Ich hätte eher die Zuckerschnecke zerstört oder den Fehlarmiger Walter, weil... Ja, weil einfach die Karte ziehen wegfällt. Ja, die Zuckerschnecke kann angreifen. Ja, Schildauslöser Wurm, das ist sehr bitter. Ja, was macht er? Greift an und wird das durchlassen oder nicht? Er überlegt, okay, er lässt durch. Ja gut, eine Karte ziehen tue ja trotzdem. Ja. Ja, und er versteckt einfach mal seine, finsternde Wendung, funktioniert nicht. Ja, jetzt hat natürlich seine Kratzklaue 5000, damit zerstört er jetzt erstmal schön die Decks. Ja, und der Jaylen hat jetzt ziemlich eine Bredouille. Der Gegner hat drei Kreaturen, mit denen er angreifen kann. Die Schlamperjacke kann jetzt zweimal kann auch angreifen. Ja, ein Hirnserum zum Ziehen, aber da kommt nicht mehr viel. Ja, hier hätte er tatsächlich eine Kreatur spielen sollen. Aber Hirnserum, man weiß es ja nicht. Hätte ja auch helfen können. Jetzt verliert der Kollege auf jeden Fall erstmal seine Zuckerschnecke. Ja, und jetzt wird erstmal angegriffen. Das heißt, jetzt fallen erstmal drei Schilde. Schlamperjacke geht weg, aber scheiß drauf. Sollte man auch eher zum Angreifen oder einfach nur zum sinnlosen Blocken benutzen, als zum Opfern. Ja, jetzt, da hat er sich verdrückt. Ja, jetzt hat er die Wahl, Kratzklaue oder Knochenwürger. Ja, Kratzklaue war wahrscheinlich am stärksten. Ja, und dann noch finstere Wendung, eine Schlamperjacke holen für alle Zwecke. Aber ich glaube, das war's. Ja, eine Königskoralle, ein Scharfschütze, der überhaupt nichts bringt momentan. Ja, ich glaube, das war es dann einfach. Königskoralle und dann den Aquarüttler. Aber der Gegner kann jetzt mit drei Monstern durchgehen. Ich denke mal, das war es dann. Ja, jetzt spielt er auch noch Todesqualm. Somit ist sein Blocker auch noch im Arsch. Ja, das war es dann einfach für den Finsternismönch. Hat dann damit gewonnen mit einem 6:5. Da Jaylen immerhin 5 Schilde vernichtet hat. Geiler Tanzmove natürlich mal wieder. Ja, ganz knapp. Jaylen hat es sehr gut gemacht, hatte aber halt den Pech, dass er keine Blocker gezogen hat. Ja, ein Kristalllanzenträger wäre auch ganz cool gewesen, aber das sollte anscheinend nicht sein. Aber immerhin hat er 5 Schaden gemacht. Im späteren Verlauf des Turniers könnte es vielleicht wichtig sein. Naja, das ist leider schade. Naja, wir sehen uns dann auf jeden Fall erst im nächsten Gruppenspiel wieder. Und zwar in Gruppe B, die gute Rebecca gegen den Feuermönch. Ja, wird auch ein spannendes Match. Ich bin mal gespannt, wie es ausgehen wird. Ja Leute, das war's von meinerseits. Wir sehen uns dann im nächsten Match. Bis dann, haut raus und ciao.